Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute haben wir eine weitere Episode vom FIFA Talk am Start. Das heißt, auch heute gibt es wieder 5 Themen rund um FIFA 18 und wir starten direkt rein in das allererste Thema. Beim Thema Nummer 1 geht es um einen Gameplay-Bug. Schon wieder ist ein Bug aufgetreten und zwar so ein Teleportations-Bug, kann man das so nennen. Auf jeden Fall hat Mirza Jahic ein Weekend-League-Spiel halt ganz normal gemacht und dann rückt er halt mit einem Spieler so ein bisschen raus beim Freistoß und auf einmal ist er halt weg. Ja, richtig weird auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich spiele euch dazu auch nochmal die Live-Reaktion ab, sodass ihr das Ganze auch hören könnt. Hä? Hä? Ich bin sprachlos. Was? Teleportations-Move oder was? Was war das? Also wie ihr merkt, er war selbst auch verdammt verwirrt. Das wäre ich ehrlich gesagt auch gewesen, wenn mein Spieler auf einmal weg ist. Vor allem, er hat das Glück gehabt, dass er den Ball dann trotzdem bekommen hat. Stellt euch vor, er bekommt dadurch ein Gegentor. Das wäre verdammt bitter gewesen. So ist das Ganze natürlich halb so wild, aber dennoch sehr, sehr interessant und sehr, sehr komisch einfach. Schreibt mir dazu auch gerne in die Kommentare, ob ihr diesen Bug auch schon mal hattet. Denn in den letzten Videos habe ich ja auch immer wieder ein paar Bugs mit reingenommen. Und da haben viele dann auch kommentiert, ja, dass sie das auch schon hatten. Und deswegen würde es mich interessieren, hattet ihr den Teleportations-Bug, wenn man das so nennen kann, in FIFA 18 schon mal. So, beim zweiten Punkt möchte ich nur kurz über die TDW-Packs reden. Und zwar sind die jetzt wirklich nur noch einen Tag circa draußen. Und ich würde euch wirklich wärmstens empfehlen, die vielleicht noch zu machen. Denn wenn krasse Team of the Weeks rauskommen, dann habt ihr diese Packs und die könnt ihr halt nie wieder machen. Beziehungsweise erst, wenn sie halt wieder kommen. Vielleicht kommen zum Team of the Year wieder diese Packs. Ich weiß es nicht. Aber wenn sie nicht kommen, dann habt ihr eben auch keine Möglichkeit, wenn ein geiles Team of the Week draußen ist, wirklich einen krassen Spieler zu ziehen. Natürlich, ihr könnt in anderen Packs auch gute Spieler ziehen. Aber wenn ihr so ein 81 plus Inform-Set habt, dann ist das, denke ich, nicht so schlecht. Denn es gibt teilweise wirklich Team of the Weeks, wo 8, 9 richtig gute und teure Spieler drinnen sind. Und wenn ihr dann eben zu diesem Team of the Week so ein Pack habt, dann werdet ihr da sehr, sehr froh drüber sein. Aber das müsst ihr eben jetzt entscheiden. Also ihr müsst jetzt sagen, okay, ich mache diese Packs, beziehungsweise ich mache mir noch so 3, 4 Packs von denen und hebe mir die auf. Denn nachher ist es dann halt zu spät. Okay Leute, weiter geht's mit dem dritten Thema. Und hierbei geht es um ein Set, welches ich so noch nie bekommen habe. Und zwar ist das ein Leih-Icon-Spieler-Set. Ich weiß nicht, hattet ihr das schon mal in den Belohnungen drinnen? Ich bis jetzt noch nicht. Aber bei den dieswöchigen Aufgaben, bei den Weekly-Objectives, da war eben jetzt so ein Leih-Icon-Set dabei. Und diese Idee finde ich einfach nur verdammt gut. Denn man bekommt da wirklich einen Icon-Spieler für 5 Spiele einfach mal geschenkt. Und für Leute, die Weekend League spielen, ist sowas natürlich sehr, sehr hilfreich und auch einfach mal cool, denn du kannst auch mal eine Icon spielen, so, ja, ohne irgendwas zu bezahlen oder sonst was. Denn auch wenn du zum Beispiel jetzt Bergkamp als Leihspieler machen würdest, würde dir das trotzdem so circa, weiß ich nicht, 20.000 oder so maximal kosten. Und außerdem könnt ihr endlich mal fühlen, wie es ist, eine Icon zu ziehen. Und das ist wirklich ein cooles Gefühl, kann ich euch sagen. Also, falls ihr diese Woche noch nicht 30 Spiele gemacht habt oder irgendwie kurz davor seid, dann würde ich euch raten, das Ganze zu machen, denn ihr bekommt da eine Icon. Wie ihr gesehen habt, habe ich ja Lothar Matthäus gezogen und das ist, denke ich mal, nicht so schlecht. Den kann man in der Weekend League auf jeden Fall gut und gerne mal anwenden. Ihr könnt mir sowieso allgemein mal reinschreiben, ob ihr bei den Weekly Objectives oder bei den Daily Objectives schon mal krassere Sachen als ein 25k Pack oder so hattet, denn ich persönlich bin da eigentlich, glaube ich, nie über ein 25k Pack hinausgekommen. Aber man sieht dann teilweise auf Twitter und so ziemlich oft, dass Leute 50k und 100k Packs bekommen und da frage ich mich, wie machen die das? Denn ich hatte das noch nie. Schreibt mir dazu rein, ob ihr das schon mal hattet. Okay, beim vierten Thema tauchen wir ein in ein altes FIFA. Und zwar in FIFA 16. Und da möchte ich euch einfach nur einen Glitch vorstellen, der damals eben aktiv war. Und zwar ist das der unendliche Bälle-Glitch, so könnte man das nennen. Es gab eine Möglichkeit im Katalog, sich unendlich mal diesen einen Nike-Ball zu kaufen. Und dann geht man eben in Ultimate Team wieder rein und kann diese Bälle abstoßen. Und so ein Ball ist, glaube ich, also ein einzelner ist, glaube ich, irgendwie 30 Coins Abstoßpreis wert. Und da kann man dann natürlich unendlich Coins draus schöpfen. Das Ganze war dann natürlich nach 2, 3 Tagen wieder gepatcht. Aber ich würde mich sau freuen, wenn sowas in FIFA 18 mal wieder passiert. Denn dann wäre eine Möglichkeit da, um sich wirklich unendlich Coins rauszuschöpfen. Aber damals war das auch wirklich sehr, sehr krass. Also man hat da so pro Durchgang, also wenn man immer die Bälle gekauft hat und dann halt abgestoßen hat, so, keine Ahnung, 2000 Coins oder so mitgenommen. Und wenn du das halt oft gemacht hast,
hast du halt wirklich sau viele Coins bekommen. Mach das 100 Mal und du hast 200.000 Coins einfach mal geschenkt bekommen. Nur weil der Shop gebuggt hat, also weil der Katalog gebuggt hat und man sich den Ball unendlich mal kaufen konnte. Da würde es mich auch verdammt interessieren, ob EA in FIFA 18 was dagegen vornehmen würde. Also wenn jetzt Leute irgendwie so ihre Coins generieren durch irgendeinen Bug oder so, EA findet das dann raus. Was würden sie machen? Würden sie die Coins dann wieder den Spielern wegnehmen, würden die Spieler gesperrt werden? Ich meine, es ist ja nichts Illegales, was sie machen. Ja? Das ist ja nur ein Bug, den sie ausnutzen. Da ist ja EA an sich selber schuld. Aber da würde es mich interessieren, wie EA da vorgehen würde. Denn damals konnte man die Coins einfach behalten und es ist gar nichts passiert. Ich habe als letzten Punkt des Videos nochmal was richtig Hilfreiches rausgesucht. Und zwar gibt es ja, wie ihr mitbekommen habt, diesen Anstoß-Glitch oder diesen Anstoß-Trick, würde ich mal sagen, dass du einfach vom Anstoß weg ziemlich leicht ein Tor schießen kannst. Das Ganze wurde nämlich noch immer nicht wirklich rausgepatcht. Es ist wirklich ziemlich leicht möglich, direkt nach dem Anstoß Tore zu schießen. Und dazu habe ich euch jetzt einfach mal so ein Tutorial rausgesucht, wie ihr da eben am besten ja, vom Anstoß weg direkt die Tore machen könnt. Und zwar müsst ihr den Ball einfach nur erstmal ganz normal zurückspielen und dann halt so schnell wie möglich auf einen der beiden Außenverteidiger weiterleiten. Und der muss dann einen scharfen Laufpass zum Flügelspieler spielen und der kommt dann zu 90% oder so durch und dann kann der einfach die Flanke bringen und da ist die Wahrscheinlichkeit dann am höchsten, um ein Tor zu schießen. Der YouTuber, von dem ich diesen Trick habe, der ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt und das Video solltet ihr euch echt anschauen und der kennt sich auch gut aus mit FIFA, also denke ich mal wirklich, dass das echt die beste Möglichkeit ist, um vom Anstoß weg ein Tor zu machen. Viele wenden ja dann auch die Abseitsfalle an, so als Schutz vor dem Anstoß-Glitch. Das würde ich euch aber nicht empfehlen, denn ich bin schon oft einfach dann durchgerannt. Also ich habe den Pass nicht gespielt, sondern ich bin einfach weitergerannt und dann war ich halt komplett durch, weil die Abwehr natürlich ja, aufgerückt ist. Und das würde ich euch nicht empfehlen, also ich würde da lieber auf Nummer sicher gehen und das probieren, normal zu verteidigen. Wenn ich zum Verteidigen des Anstoßglitches noch irgendwie was finde, dann werde ich euch das auf jeden Fall auch in den nächsten Videos mitteilen. Ja, okay, Freunde, das war es jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 FIFA Talk. Falls ihr euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Vielen Dank für den unfassbaren Support in der letzten Zeit. Und ja, ich hoffe, wir haben zusammen ein wunderschönes Jahr 2018. Ich hoffe, dass wir einige schöne Momente erleben werden. Und ansonsten war es das. Ich wünsche euch allen noch einen guten Rutsch und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.